Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video-Review bei mir auf dem Kanal mit dem Thema Lego Star Wars. Ja, es ist schon ein bisschen später, falls ich mich jetzt irgendwie verfasel oder sonst irgendwas, ist jetzt irgendwie kurz nach 12:30 nachts. Nur ich hatte irgendwie noch Bock, in den Adventskalender zu schauen und so gesehen hätte ich jetzt normalerweise kein Star Wars Set für heute da gehabt. Letzte Woche war kein Star Wars, heute wäre wieder oder ist wieder Star Wars dran. Aber glücklicherweise gibt es den Adventskalender und ich mache die Tür auf. Ich wusste, dass der Y-Wing irgendwo drin ist und ich mache das Ding auf und ja, da ist er. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo geht's denn auf? Ich hatte ja schon mal aufgemacht. So, da. Und zack, Y-Wing, passend für meinen Y-Wing-Fokus. Damit ist wieder ein Y-Wing, Lego Y-Wing mehr am Start. Somit, ja, lückenlos, kann ich sagen. Lückenlos. Ja, dann zupfe ich meine Tüte raus und gebe die auch mal hier vor. Mal schauen. Es sind ja nicht viele Teile. Und ein Y-Wing kam zuletzt im Star Wars Adventskalender im Jahr 2011 heraus. Den habe ich auch hier neben gleich stehen. Dann kann man sich den dazu mal angucken. Aber erstmal schauen, was jetzt aus dem hier wird. Kann ich so gucken? Ja, irgendwie. Mal schauen. Ich baue den jetzt einfach mal zusammen. So, das wär's. Ganze Menge Teile über. Einmal ein Rundplättchen in Weiß. Dann so ein Technik Excel-Hole-Teil. Eine Antenne. Ein einmal einer. Habe ich den vergessen? Nö. Eigentlich nicht. Nö, sieht nicht so aus. Und nochmal so ein gelbes Technikteil mit Achsloch. So, den Adventskalender stelle ich mal so rum. Eine Tüte, die schmeißen wir davor. Ja, das ist der Y-Wing. Ich habe den jetzt so rumgebaut, dass die Triebwerksgondeln nach unten zeigen. Denn das andere schien mir so ein bisschen Enterprise-mäßig zu sein. Ich meine, ich kann die ja nochmal eben lösen und mal oben drauf setzen. Aber beim Y-Wing sind die eigentlich mehr so unterhalb des Cockpits. Na, schau mal. Also sind sie mittig. Gegebenenfalls kann man es auch so lassen. Ich bin mal gespannt, wie er dann steht. So. Die Antenne muss komischerweise nach hinten geklappt werden, sonst geht das nicht. So. Ja. Geht auch. Ja, kann man auch so lassen. Okay. Das andere sah mir dann doch ein bisschen zu tief aus. Und so liegen die Triebwerke dann mittig. Ja, ein ziemlich schneller Build. Ging dann doch recht fix. Ich musste nur ein bisschen gucken wegen dieser Bauanleitung. Die sind halt so winzig und da ist ja schon alles zusammengebaut. Da muss man mal ein bisschen gucken, wo die Trennfugen sind. Und vom Licht her reflektiert das und das war ein bisschen doof. Ja, aber so sieht der Y-Wing dann aus. Unterscheidet sich auf jeden Fall sehr stark von dem, den es schon mal gegeben hat. Wir werden gucken, da ist er. So. Der Stand war nicht dabei, den habe ich mir mal selbst so zusammengeklöppelt. Aber das ist der alte von 2011 und jetzt der von 2017. Also schon ein signifikanter Unterschied. Ganz andere Bauweise, obwohl der auch schon zu erkennen war und ich den eigentlich auch ganz witzig fand. Mit welchen Bauteilen da halt dieser Y-Wing erstellt wurde, wie die Form aufgegriffen wurde, fand ich auch schon ganz nett. Ja, und das ist der nächste in der Sammlung und somit glaube ich auch erstmal der letzte. Ich denke mal jetzt in der nächsten Zeit kann man nicht so schnell wieder mit einem Y-Wing von Lego rechnen. Da das Video jetzt ein bisschen kurz war für ja, so ein Review, da werde ich dann im Laufe des Tages noch was hochladen, was dann halt auch natürlich mit Lego zu tun hat und was dann auch ein bisschen länger ist. Somit erstmal vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Freue mich auf euch und tschüss.